herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, heute sprechen wir über Final Cut Pro auf dem iPad. Genau, richtig gehört. Ich habe hier ein schönes, großes iPad Pro und auf diesem iPad Pro werden wir jetzt über Final Cut Pro sprechen. Das ist ja wahrscheinlich die App, die am längsten erwartet wurde fürs iPad Pro. Als Apple zum ersten Mal die iPad Pros vorgestellt hatte, vor vielen Jahren, da gab es schon die Frage, ja, und jetzt kommen jetzt die Pro-Apps von Apple quasi auch aufs iPad Pro. Und ja, es hat viele Jahre gedauert. Jetzt ist Apple soweit. Wir haben Final Cut Pro, wir haben Logic. Beides Tools, die ja Profis brauchen auf dem Mac und die jetzt eben aufs iPad kommen. Ich habe die letzten 14 Tage mit dem iPad Pro und Final Cut Pro gearbeitet, habe meine Videos geschnitten und gebe euch mal einen Überblick drüber, was mir aufgefallen ist, was ist cool, was ist großartig, was ist wirklich super, was hat mich aber auch geärgert, was hat mich gestört, was fehlt mir. Und damit ihr so ein bisschen einschätzen könnt, wäre die App etwas für euch, macht ihr vielleicht in Zukunft euren Videoschnitt sogar auf dem iPad statt auf dem Mac. So, legen wir gleich los. Zuerst mal zu meinem Profil. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich bin natürlich kein Profi-Videobearbeiter wie MKBHD oder andere. Ja, ich mache immer mal wieder Videos. Ich schneide die dann auf Final Cut Pro. Das schon seit mehr als 10 Jahren. Ich glaube, schon seit 13 oder 14 Jahren nutze ich Final Cut Pro auf dem Mac. Ich kenne da die meisten Features. Ich kenne vor allem alle Features, die ich brauche. Und es ist aber sicher so, dass ich nicht im Ansatz Final Cut Pro am Mac ausreize. Das heißt also, man könnte sagen, ich bin sicher kein Profi. Ich bin vielleicht so ein Prosumer oder wie sagt man dem, oder einfach letztendlich das, was ich hier mache, meine Videos, die ihr hier seht oder die iFreak News, die ich jede Woche raushaue, das könnte man auch mit iMovie schneiden. Aber ich mache es halt mit Final Cut Pro, weil ich Final Cut Pro sehr gut kenne und finde, ich bin damit super schnell. Und drum war es auch eine ziemliche Umgewöhnung für mich, aufs iPad zu wechseln. Ich komme dann dazu, was konkret das Problem war, aber einfach, dass ihr mal so ein bisschen abschätzen könnt. Dann ist es so, was braucht es überhaupt, damit ihr Final Cut Pro nutzen könnt? Ihr müsst ein iPad haben mit M1 oder M2 Prozessor. Und ja, da fallen natürlich sehr viele schon mal raus. Das heißt letztendlich, ihr könnt ein iPad haben, ein iPad Pro seit 2021. Oder ihr könnt auch das iPad Air der 5. Generation, das ganz neue, das letztes Jahr rauskam, das könnt ihr auch nutzen. Ich nutze hier in dem Fall ein iPad Pro von letztem Jahr, ein iPad Pro 12 Zoll vom letzten Jahr, 12,9 Zoll. Und ja, das hat den M2 sogar drin. M1 würde auch gehen. Aber es ist schon so, ihr braucht ein ziemlich performantes iPad. Logic Pro, die andere Software, die Audio- bzw. Musikbearbeitungssoftware, die braucht viel weniger Power. Aber ja, Final Cut Pro, da hat sich Apple dazu entschieden, läuft eben nur auf den M1 oder M2 iPads. Und dann müsst ihr das Ding natürlich kaufen, beziehungsweise ihr könnt es nicht kaufen, ihr müsst es abonnieren. Final Cut Pro kostet 5 Franken pro Monat oder 50 Franken pro Jahr. Das heißt, es gibt nur ein Abo-Modell. Ihr könnt das nicht wie die Mac-Version einfach kaufen. Bei Mac ist es so, Final Cut Pro kostet ungefähr 300 Franken, aber einmalig. Also ich habe 2000, keine Ahnung, 8 oder so, habe ich, oder 9, irgend sowas, habe ich mal Final Cut Pro gekauft für 300 Franken. Tja, und seit da kann ich es nutzen und habe x Updates bekommen. Das ist hier anders. Hier gibt es ein Abo-Modell. Was das genau für die Mac-Version heißt, werden wir dann sehen. Ob es da dann auch mal ein Abo-Modell gibt, das wissen wir nicht. So, kommen wir mal zu den Vorteilen und dazu gucken wir natürlich hier drauf. Ihr seht hier, Final Cut Pro ist offen. Ich habe hier auf der linken Seite habe ich quasi die Übersicht über meine Projekte und dann hier in dem Fall die iFreak News 99. Das waren die iFreak News, die ich gestern rausgehauen habe. Ich verlinke euch die da oben. Wenn ihr euch die mal noch anschauen wollt, kann ich natürlich jetzt hier auf Bearbeiten gehen und dann öffnet sich das Projekt. Ganz einfach gesagt, ihr habt hier auf der linken Seite habt ihr euren Viewer, also das, dass ihr seht, was ihr schneidet. Hier unten habt ihr eure Timeline und da oben habt ihr eure Projektmedien, eure Import-Dinger, die ihr braucht. Aber ihr habt auch irgendwelche Transitions, ihr habt Übergänge und so weiter. Das befindet sich alles da. Für einmal muss ich wirklich sagen, ich liebe den Stift. Und ja, ich weiß, ich habe das noch nie gesagt, weder in einem Video noch in einem Podcast. Aber das ist schon geil. Also Videoschnitt mit dem Stift macht schon eine ganze Ecke mehr Spaß als mit dem dicken Finger. Es mag an meinem dicken Finger liegen, aber ich finde, das ist schon sehr, sehr cool. Und da kommen wir auch gleich zu einem der Vorteile. Also wenn ihr hier drauf guckt, dann stellt ihr fest, das ist sehr übersichtlich. Also wenn ich jetzt hier mal so ein bisschen gucke, ich meine, ich kann mal Play machen. Ich weiß gar nicht, ob man es hört. Bisschen lauter.
Hallo und herzlich willkommen. Ne, das sind dann die Eifrig News quasi. So, und es ist super übersichtlich. Also das GUI ist mega einfach. Ihr kommt sofort klar, es ist nicht überladen, nicht kompliziert. Ihr habt eigentlich alles, was ihr braucht, auf einem Screen. Das ist sehr, sehr praktisch. Ihr habt natürlich die Final Cut Features, so die Snappy Timeline, dass die Sachen aneinander snappen, wenn ihr das wollt. Das habt ihr da alles drin. Aber man findet sich eigentlich relativ schnell auch zurecht. Ihr könnt da natürlich dran mit dem Stift. Was übrigens sehr cool ist, der Stift hier, also das iPad Pro, das neueste vom letzten Jahr, das aktuellste im Moment mit M2, das hat ja diese Hover-Funktion. Und ihr seht das hier, wenn ich da so drüber hovere, der Frick labert, dann seht ihr, kann man da wunderbar, ohne dass ich den Stift direkt drauf auf den Touchscreen drücken muss, kann ich drüber hovern. Das ist in dem Fall sehr praktisch, weil man dann nicht aus Versehen was verstellt, schon einen Schnitt macht oder so, sondern man kann einfach mal so drüber hovern zum Gucken. Okay, dann, ihr könnt zum Teil ganz verrückte Dinge tun. Ihr könnt zum Beispiel ins Video rein zeichnen. Ich zeige euch das mal, ich bin hier irgendwo da. Ich gehe hier oben auf Zeichnen und dann nehme ich mir irgend so einen fetten Stift, mache irgendwie rot. Und wenn der Frick mal wieder Quatsch erzählt, oh, no, so zum Beispiel, jetzt macht ihr da oben fertig und dann seht ihr, hier oben habe ich das jetzt drin. Seht ihr das da? Jetzt mache ich mal Play. Darüber ganz kurz, was Google an der I.O. Seht ihr das? Schon geil. Also das ist schon, ich weiß nicht, ob ich das wirklich oft brauche, aber mir fällt manchmal auf, wenn ich noch irgendwelche Dinge noch dazu machen will und dann mache ich irgendeinen Einblender oder irgendwas, was reinschreibt. Das könnte ich jetzt einfach auch reinzeichnen. Also ja, das ist natürlich geil. Mit dem Stift zusammen, direkt hier drin. Das ist schon recht lustig. Was ihr übrigens auch machen könnt, ich lasse das mal drin, ist ja egal. Was ihr auch machen könnt, ist, ihr könnt direkt über die Kamera vom iPad noch Sachen aufzeichnen und dann reinnehmen. Also ihr klickt hier eigentlich drauf, dann habt ihr hier die Kamera. Jetzt, ja, logischerweise sieht man nichts, weil es ja auf dem Tisch liegt. Könnt ihr aufnehmen und könnt das quasi direkt hier drüben, könnt ihr jetzt sagen, was für ein Format ihr da haben wollt. Und dann könnt ihr das hier 4K24, das ist das, wie ich aufnehme. Und dann könnt ihr das quasi direkt integrieren oder importieren. Das ist auch recht ein cooles Feature. Ich weiß jetzt nicht, ich meine, die Kamera vom iPad Pro, ja, ist okay, aber ist jetzt nicht, normalerweise filme ich da so mit einer Sony-Kamera. Aber ja, man könnte, also ich könnte während dem Schnitt noch schnell irgendeinen Schwenk drehen oder sowas machen und das ganz einfach integrieren. Da ist man tatsächlich dann super schnell mit. So, dann habt ihr hier auf der Seite, das ist ziemlich cool, seht ihr das hier? Habt ihr so ein Jogwheel? Da könnt ihr quasi... Da könnt ihr wirklich sehr genau, fürs Frame genaue schneiden, könnt ihr da hin und her scrubben. Finde ich sehr cool, ihr könnt das auch woanders hinlegen, das muss nicht zwingend da am rechten Rand sein, ihr könnt das irgendwo hin tun und dann klappt es zum Beispiel dann da oben auf. Könnt ihr es genauso machen. Also das ist recht praktisch, dieses Jogwheel. Ja, ich bin ein bisschen ungeschickt. So, jetzt ziehen wir es wieder da runter. Also das könnt ihr quasi frei belegen. Dann haben wir natürlich Multicam. Ihr seht das hier unten. Da bin ich drauf. Ich habe im Moment natürlich nur eine Kamera und eine Tonspur bei mir hier ausgewählt. Ihr könnt bis zu 4 Kameras hier integrieren. Das ist cool. Ist weniger als am Mac. Da könnt ihr 8 oder 10, je nachdem, was ihr wollt. Da könnt ihr mehr. Aber ja, 4 Kameras quasi integrieren, hier drauf schneiden. Multicam direkt drin. Das ist schon geil. Das ist schon sehr, sehr praktisch. So, dann, was haben wir noch? Wir haben so Machine Learning Features, die ich nicht brauche, zugegebenermaßen. Aber ihr könnt zum Beispiel, was sehr cool ist, ihr könnt zum Beispiel den Hintergrund, also wenn ihr was croppen wollt oder so, könnt ihr quasi das direkt machen. Ihr könnt auch den Hintergrund, ohne dass ihr da einen Greenscreen habt oder so, könnt ihr euch umrechnen lassen. Mit Machine Learning, mit dem M1 oder M2, also der Neural Engine, die da drauf ist, kann der das quasi direkt machen auf dem iPad. Und ja, wer das schon mal versucht hat, zum Beispiel mit Final Cut sonst zu machen, das ist ein ziemliches Gebastel mit Keying und all dem Zeug. Das könnt ihr hier direkt. Ist natürlich auch unter Umständen sehr, sehr spannend. Ich blende ja manchmal so Dinge ein. Also zum Beispiel hier, ich zeige euch das mal kurz. Ihr könnt natürlich hier einfach was nehmen. Dann zieht ihr das irgendwo runter. Zum Beispiel hier. Seht ihr, jetzt kann ich das hier nehmen. Klicke da drauf. So. Und dann kann ich sagen, okay, das soll jetzt hier hin. Vielleicht ein bisschen kleiner. Sorry, da, zack. So, und dann könnt ihr das irgendwie vergrößern. Moment, ich muss jetzt drauf fahren. So, und dann könnt ihr das hier so ein bisschen größer oder kleiner machen. Da könntet ihr jetzt auch sagen, dass das irgendwie in den Hintergrund rücken soll oder so. Solche Dinge könnt ihr hier relativ easy machen. Ich brauche das nicht, ist viel zu Hightech für mich, aber nur, dass ihr es wisst, kann man alles machen. Generell hier auf der Projektseite könnt ihr natürlich, wenn ihr hier quasi, wenn ihr da seid, könnt ihr natürlich hier auf diese Art ganz einfach Fotos oder Dateien importieren. Also ihr habt natürlich eure Fotomediathek, logischerweise voll integriert.
dann holt ihr euch Zeug rein, können auch Videos sein, könnt ihr mit dem iPhone irgendwas aufgenommen haben, dann zuppelt ihr das ganz einfach hier rein oder natürlich mit den Dateien. Das kann die iCloud sein oder das können auch externe Speichermedien sein, die ihr da per USB-C bzw. Thunderbolt-Port auf der Seite dann entsprechend anschließen könnt. Es hat sehr viele, guckt mal hier, ich zeige euch das mal, es hat sehr viele Vorlagen. Also ihr habt ganz viele Effekte hier, ihr habt vor allem Übergänge. Ich bin so einer, ich überblende dann ganz einfach mit diesem da hier zum Beispiel. Könnt ihr machen. Ihr habt diverse Titel schon dabei. Das ist schön, sind coole, die sind auch animiert zum Teil. Also der hier zum Beispiel, wir fahren mal ein bisschen runter. Guckt mal da, guckt jetzt, guck mal hier hin. Play. Und herzlich willkommen. Seht ihr? Zu den kommt da rein, Ausgaben, bla bla, 90, Kalenderwoche 20. Und swipe wieder raus, die Bauchbinde. Also da habt ihr schöne Dinge. Ist aber auch ein Nachteil, weil ihr habt nichts von dem, was ihr bei Final Cut vielleicht sonst nutzt. Und ich nutze da einige Dinge, die haben mir dann gefehlt. Das wäre dann ein Nachteil. Ja, ihr habt Hintergründe, ihr habt Objekte, meine Güte, ihr habt so viele Dinge, die ich hier noch, ihr habt Sounds etc. Also da ist schon richtig, richtig viel dabei. Das muss man ganz klar sagen. So, dann, ihr könnt Projekte zum Mac exportieren. Also ihr könnt ein ganzes Projekt, ihr könnt jetzt hier zum Beispiel sagen, okay, das hier, meine Eifrig News, die ich da so zusammenbastle, die möchte ich zum Mac rübergeben, ins Final Cut Pro vom Mac. Dann könnt ihr das so exportieren als komplettes Projekt. Ihr könnt auch sagen, mit allen Projektdateien, dass die da reingepackt werden, wenn ihr die unter Umständen bei Mac nicht noch woanders habt. Und dann könnt ihr das bei Mac importieren. Da wird noch ein Update für Final Cut Pro auf Mac kommen, damit das Ganze importiert werden kann. Aber das ist cool. Bei den Nachteilen komme ich dann noch zu ein paar Nachteilen, weil umgekehrt geht es nämlich nicht. Ihr könnt nicht von Final Cut Pro vom Mac super easy einfach schnell was rüber schießen da hier aufs Final Cut Pro vom iPad. Das finde ich schade. Das hat mich echt gestört, muss ich sagen. Aber ja, da kommen wir vielleicht jetzt bei den Nachteilen dazu. Lasst uns mal ein bisschen über die Nachteile sprechen. Ich glaube generell, bevor ich über die Nachteile spreche, müssen wir so ein bisschen anschauen, woher kommt ihr vom Videoschnitt? Ich empfehle euch sehr das Video vom Raphael Zeyer. Ich verlinke das da oben. Ich habe es noch nicht gesehen, aber wir haben zusammen viel über Final Cut Pro bei Mac gesprochen. Und ich habe festgestellt in der Diskussion, dass er viel begeisterter davon ist als ich. Jetzt nicht falsch verstehen, ich bin nicht begeistert. Aber die Einstiegshürde war doch relativ hoch. Weil mir ist aufgefallen, wenn du vom Mac kommst, vom Final Cut Pro bei Mac, dann kannst du nicht so wirklich viel Know-how mitnehmen. Das Ding hier ist komplett anders. Da ist sehr vieles ganz anders als beim Final Cut bei Mac. Wenn du aber zum Beispiel von LumaFusion kommst, und er hat ja am Anfang von seiner YouTube-Karriere, hat er mit LumaFusion auf dem iPad nur gearbeitet und hat gesagt, hey geil, ich bin viel schneller als bei Mac. Warum ist er viel schneller als bei Final Cut Pro bei Mac, wo er dann dazwischen ja auch gearbeitet hat mit? Weil er den Workflow von einem Tablet so ein bisschen verinnerlicht hat. Bei mir ist komplett umgekehrt. Ich habe den Workflow von einem Mac verinnerlicht. Und da hast du hier einfach zwischendurch, hängt so ein bisschen. Kleines Beispiel. Ich nehme das Audio, die Audiospur immer separat auf. Also nicht mit meiner Kamera hier, mit meiner Sony, sondern ich habe hier oben ein Mikrofon. Das heißt, da läuft eine Tonspur mit, da wird das aufgezeichnet und dann wird quasi Video und Tonspur synchronisiert. Das geht beim Mac mit einem Klick, beide anwählen, synchronisieren, zack, ist es gemacht. Hier geht das nicht, beziehungsweise ich muss das dann als Multicam, also ich habe dann hier, darum seht ihr, hier habe ich eine Audiospur und hier habe ich eine Videospur. Klar kann ich so noch verhängen, aber irgendwie so, Also da bin ich mir halt vom Mac gewöhnt. Aber wenn du das nicht anders kennst oder findest, dann geht das ganz schnell. Also ihr seht, da ist es so ein bisschen, auch zum Beispiel die Zugänglichkeit. Klar, du kannst super schnell hier schneiden. Ich meine, du bist wirklich ganz schnell mit Bearbeiten und hin und her und zack, zack, das kriegst du ganz schnell hin. Aber wenn du etwas nicht weißt, wenn du zum Beispiel dich fragst, wie mache ich jetzt das? Dann hast du hier ein bisschen das Problem, du kannst die Anleitung lesen. Fair enough, ihr könnt hier oben klicken, guck mal, zack, Final Cut Pro Benutzerhandbuch. Da findet ihr alle Infos natürlich. Aber bei Mac kannst du einfach die Menüs aufmachen und mal gucken, was macht denn der da? Was heißt denn das hier und so? Da klickst du dich ein bisschen durch. So habe ich mir vor vielen Jahren Final Cut Pro beigebracht. Und auch heute nach Updates gehe ich einfach da mal gucken und spiele ein bisschen rum. Hier ist das so ein bisschen, ja, du hast halt keine Menüs. Du hast Tasten zum Teil und du hast Gesten und die musst du aber kennen. Du musst wissen, dass du das so machst. Sonst stehst du so ein bisschen zuerst mal, denkst du, hä, geht denn das nicht? Man kann sehr vieles damit tun. Aber da ist mir aufgefallen, da war ich so ein bisschen am Anfang ein bisschen, fast schon ein bisschen überfordert, gebe ich gerne zu. Was wirklich ein bisschen mühsam ist, ist der Import.
Wie gesagt, ich habe hier eine Sony Alpha 7 IV Kamera, die mich filmt. Auf eine Speicherkarte, auf eine CF Express Card A, glaube ich, Type A ist das. Und da habe ich dann hier so ein Lesegerät dazu. Aber spielt keine Rolle, ob das das ist oder was anderes. Aber Fakt ist, ich schließe das dann mit USB-C hier beim iPad an. Geht ja alles easy peasy. Und importiere dann. Ich gehe dann hier hoch und ich sage dann Dateien. Und ich kann dann hier halt den entsprechenden Reader auswählen, beziehungsweise den Card Reader, das Ding da hier. Und dann wird das importiert. Ja, das dauert jetzt nicht. Ich war erstaunt. Also dieses File hier zum Beispiel war, glaube ich, 7 oder 8 GB groß, 15 Minuten, 4K-Video. Das hat er relativ schnell importiert. Aber zwischendurch hat es auch gehakt. Also wenn ich dann rausging aus dem Programm und irgendwas anderes machen wollte, bei Mac bin ich mir völlig gewöhnt, der läuft da im Hintergrund und ich mache was anderes, schreibe Texte, hole mir schon Bilder, mache irgendwas in Photoshop. Hier ist es mir dann zweimal abgebrochen. Also es geht schon, ihr könnt importieren und danach und quasi was anderes tun. Ihr müsst nicht Final Cut Pro offen behalten. Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, nee, ich bin nicht sicher, ob es dann wirklich klappt. Also das ist noch so ein bisschen hakelig. Und viel schlimmer ist es beim Export. Also wenn ihr jetzt sagt, okay, das Video ist geil hier, das nehmen wir, dann klickt ihr hier auf Export. Ja, wenn ihr es trefft und dann sagt ihr hier, okay, raus mit dem Video, coole Sache. Hier natürlich Video und Audio, logisch, hier könnt ihr noch ein paar Infos geben bezüglich, was ihr wollt. Also Qualität macht ihr am Anfang beim Projekt auch. Da stört mich zum Beispiel schon mal, du siehst nicht, wie groß das File am Schluss wird. Das ist manchmal praktisch, gerade wenn du im Ausland bist, irgendwo auf einer Messe und schnell ein Video machen willst, dann überlegst du dir halt, nimmst du ein anderes Codec, dass es ein bisschen weniger Platz braucht, langsame Internetleitung zum Hochladen oder so, sehe ich hier nicht. Ich muss es einfach machen. Ja, und dann klickst du hier auf Exportieren. So. Ja, und jetzt ist der dran. Und das heißt, jetzt muss ich warten. Wenn ich das hier zumache, lasse Final Cut Pro geöffnet, bis der Export abgeschlossen ist. Seht ihr das da? Das, sorry Freunde, das ist uncool. Das muss ich beim Mac nicht. Egal, ob der manchmal 20 Minuten rendert, aber in der Zeit mache ich halt was anderes. Das kannst du hier nicht. Und ich tue das nicht mal der Final Cut Pro zum Vorwurf machen. Ich glaube, da ist wirklich das Problem von iPadOS. iPadOS, was ja auf iOS vom iPhone basiert, ist einfach, was Multitasking anbelangt, nicht auf dem Level, wie wir eben zum Beispiel das haben beim Mac. Und das sind Dinge, die mich stören. Also beim Import muss ich so ein bisschen gucken, beim Export auch. Da muss ich extrem drauf gucken, dass er nicht irgendwie abschaltet. Oder ich aus Versehen da wegwische und dann zack, Ende Gelände. Ich hoffe, iPadOS 17 wird da vielleicht ein bisschen besser, wer weiß. Aber das ist ganz klar ein Nachteil. Ihr könnt da nicht einfach easy peasy rausrendern und dann was anderes tun. Und für mich ist ja immer so ein bisschen die Frage, zum Beispiel ein großes Tech-Event, nehme ich nur so ein iPad mit? Das wäre ja geil. Ich meine, hey, super, das Ding hat 1 TB Speicher, ist super schnell, hat eine SIM-Karte drin vor allem. Das heißt, ich bin überall immer online. Ja, ich kann ja das einfach mitnehmen statt dem Mac. Aber ja, beim Mac bin ich mir so gewöhnt, ich mache das und gleichzeitig das und hier und hier und hier. Und hier ist es mehr so ein bisschen serielle Geschichte. Weil halt Multitasking beim iPad völlig anders funktioniert als beim Mac. Also ich bin noch nicht so ganz sicher, ehrlich gesagt, ob ich ans nächste Tech-Event, wo das auch immer sein mag, das Teil hier mitnehme. Oder dann vielleicht eben doch wieder quasi beides oder einfach einen Mac. Aber das ist kein genereller Nachteil von Final Cut Pro. Das ist einfach eine spezifische Sache, die mir wichtig ist. Und die halt jetzt hier, wo ich noch nicht ganz sicher bin, ob das iPad das alleine kann. Ja, was halt auch ist, ich habe es vorhin kurz gesagt, du hast hier zwar ganz viele Dinge, Übergänge, Titel, geile Sache, aber das sind ganz andere, das sind neue. Das sind nicht die von Final Cut Pro auf Mac. Und wenn du dir halt, wenn ihr meine Eifrig News anguckt, dann seht ihr ja die Einblende am Anfang immer. Diese Bauchbinde, die brauche ich seit vielen Jahren. Das ist so ein bisschen meine Farben quasi. Und ja, hier habe ich halt komplett andere. Natürlich kann ich eine andere nehmen und die dann halt irgendwie bearbeiten, dass die dann anders aussieht. Überhaupt kein Problem. Aber ich muss es tun. Und da habe ich im Moment keine Möglichkeit, diese Sachen aus Final Cut Pro hier rüber zu holen. Oder mir ist jedenfalls keine clevere aufgefallen. Dürft mir gerne schreiben, wenn es da eine gibt, aber ich glaube, das ist im Moment nicht vorgesehen. Das ist auch ein Nachteil. Generell, ihr könnt keine Projekte aus Final Cut Pro vom Mac hier rübernehmen. Das könnt ihr im Moment nicht. Umgekehrt geht. Ihr könnt vom iPad das Ganze, wo ihr dran seid, als Projekt speichern und dann quasi rüber moven. Aber ihr könnt nicht vom Mac ein Projekt nehmen, sagen quasi, okay, ich bin noch nicht fertig. Ich nehme das mit unterwegs im Zug, ich schneide da weiter. Und dann geht es hin und her, das geht im Moment nicht. Finde ich einen riesen Nachteil, vielleicht kommt das noch, das wäre natürlich extrem cool, wenn man Final Cut Pro Projekte exportieren könnte und die hier importieren könnte.
Das wäre super, aber im Moment geht das nicht. So, also, ist es der ganz große Wurf? Wird jetzt das iPad Pro endlich zum Pro-Device? Ja, definiere Pro-Device. Es ist natürlich ein unglaublich performantes Tablet, keine Frage. Das Ding hat Power ohne Ende. Ich finde, Final Cut Pro ist cool. Final Cut Pro auf dem iPad zeigt vielleicht auch die Zukunft von Final Cut Pro auf dem Mac, muss man ganz klar sagen. Also gewisse Features, dieses Jogwheel, aber auch andere Dinge hier, könnte ich mir schon vorstellen, dass wir da vielleicht sowas Ähnliches in Zukunft auf dem Mac sehen. Das Dateisystem ist halt ein ganz anderes, die Art, wie das zusammenhängt, ist ganz ein anderes. Vielleicht werden wir in Zukunft ein neues Dateisystem bei Final Cut Pro sehen. Vielleicht werden wir in Zukunft auch ein Abo-Modell sehen. Da würde ich sogar ziemlich sicher sagen, ja, könnte sein, dass der Mac dann auch Final Cut Pro aufs Abo-Modell switcht. Wie das jetzt hier das iPad macht, werden wir mal schauen. Ist definitiv eine coole Software. Ich werde noch viel mehr damit ausprobieren. Aber so, das war so mein erster Eindruck. Also ich bin halt ein Mac-Free, kommt dazu natürlich am Mac. Ihr wisst es, ich habe einen 28,5 Zoll Bildschirm links. Ich habe ein 28 Zoll Studio-Display rechts. Und wenn ich Final Cut mache, ist das alles voll. Da habe ich links Final Cut, das nicht so voll, nicht Vollscreen, rechts aber zum Beispiel den Viewer, also das Fenster, was ihr hier seht, das habe ich dann komplett auf dem großen Bildschirm. Ja, und ich bin mir das einfach gewöhnt. Ich finde das geil, so zu arbeiten. Puff, ganz viel Bildschirm. Klar, ich kann hier auch ein Studio-Display anschließen. Das geht ja hier mit USB-C. Also da mit dem, Moment, da mit dem Anschluss ist ja das überhaupt kein Problem. Das könnt ihr schon machen, aber ja. Der Mac ist halt, was Bildschirmsupport anbelangt, immer noch eine andere Nummer. Von dem her gesehen werde ich jetzt nicht sofort wechseln. Aber was schon attraktiv ist für mich, dass ich vielleicht unterwegs damit Dinge machen kann, die ich vorher mit Mac-Software oder mit Apple-Software, klar, mit LumaFusion kannst du das schon lange, aber ich konnte es halt vorher so nicht. Und wenn jetzt noch die Import-Export-Möglichkeit harmonisiert wird, dass wir wirklich ganz einfach Sachen von Final Cut Pro Mac auf Final Cut Pro iPad und zurück moven können, ja, dann werde ich das in Zukunft noch viel mehr brauchen. Definitiv ein Abo abgeschlossen, dafür habe ich, das will ich weiter ausprobieren. Ja, und jetzt seid ihr dran. Braucht ihr Videoschnitt? Nutzt ihr das? Seid ihr vielleicht Final Cut Pro Nutzer? Wäre das dann in dem Fall für euch ein Thema? Oder gerade umgekehrt, sagt ihr, hey, komm, auf dem Mac schneiden, viel zu kompliziert, ich will sowas Cooles auf dem iPad. Schreibt mir das doch in die Kommentare. Wenn ihr wollt, lasst ein Like da, würde mich extrem freuen. Freut auch den YouTube-Algorithmus. Dann sehen mehr Leute das Video. Und wenn ihr zusätzlich Lust habt auf kommende Videos, da wird noch einiges kommen, dann abonniert doch den Kanal. Und ja, hey, macht's gut. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Passt auf euch auf. Tschüss.